Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In dieser Folge von Geniale Züge möchte ich Wladimir Kramnik ehren, der heute Geburtstag hat und 45 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch! Der Ex-Weltmeister hat zahlreiche wunderschöne Partien gespielt und ich habe ihn auch schon hier mit mehreren Partien auch schon geehrt. Zum Beispiel mit seiner aus meiner Sicht im Prinzip unsterblichen Partie gegen Levon Aronian beim Kandidatenturnier 2018 in Berlin. Diese Stellung hier ist aus dem Jahr 1995. Kramnik spielt mit Weiß. Der Gegner heißt Jan Ehlwest, ist ein, ich glaube, gebürtiger Großmeister aus Estland, der aber in die USA emigrierte. Weiß ist dran. 15 Züge sind gespielt. Weiß ist dran und hier spielte Kramnik einen wirklich fantastischen Zug. Wir sehen eine sehr, sehr hochtaktische Stellung, weil beide Könige sind in der Mitte. Mal markieren wir sie mal rot. Und Weiß hat eine Bauernmehrheit am Königsflügel, während Schwarz eine Bauernmehrheit am Damenflügel hat. Also eine sehr, sehr taktische Stellung. Welchen Zug packte hier Kramnik aus in dieser Stellung? Was meint ihr? Ihr dürft das gerne das Video pausieren, ein bisschen nachdenken. Allerdings muss ich sagen, das ist hier schon ganz, ganz hohe Kunst, die jetzt uns hier erwartet und man muss hier extrem gut rechnen. Kramnik spielte hier D5. Er möchte die Stellung in der Brettmitte öffnen. Er droht auf E6 zu schlagen und Schwarz könnte nicht zurückschlagen, weil dann F7, das wäre sogar Schachmatt. Elvis nahm diesen Bauern raus. E schlägt D5, greift hier den Springer an. Jetzt kam ein sehr interessanter Zug von Weiß, und zwar Dame F5. Turm D1 wäre übrigens auch sehr, sehr stark gewesen, mit ähnlichen Ideen. Aber wir bleiben mal bei Dame F5. Elvest nahm den Federhandschuh auf und schlug hier den Springer. Hat eine Figur mehr. Der nächste Zug liegt auf der Hand von Weiß, und zwar lange Rochade. Weiß attackiert diesen Springer hier und droht einfach Schachmatt. Es ging weiter mit Turm C7. Er deckt mit dem Turm den Springer hier. Hier gibt es einige gute Züge für Weiß. Es ging weiter mit Läufer G4. Dame schlicht E4 Schach war auch eine Möglichkeit. Läufer G4 greift hier den Springer auch mit dem Läufer jetzt an. Das heißt, es droht Turm schlicht D7. Schwarz verteidigt mit Läufer B5 den Springer. Ein weiteres Mal. Bis hierhin alles sehr logisch. Es geht weiter mit Dame schlicht E4. Schach. Jetzt nahm er den Bauern mit Schach. Der König muss nach D8 offensichtlich, weil Läufer E7, Dame schlicht E7 ist sofort Schachmatt. Also König D8. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten für Weiß jetzt den vollen Punkt zu ergattern. Kramnik entschied sich für Läufer schlicht E7. Nimmt hier den Springer raus, einen Verteidiger. Es ging weiter mit Läufer schlicht D7. Gucken wir mal Turm schlicht D7 an. Hier geht es weiter mit Läufer F4, sehr starker Zug. Dame A6, Dame A8 Schach, Dame C8, stellt die Dame dazwischen und jetzt Dame schlicht A7. Der Turm ist gefesselt und hier hat Weiß Schwarz keine Verteidigung mehr, sagt der Computer. Es ist auf den ersten Blick nicht so super offensichtlich. Eine Drohung ist Dame B6 Schach. Nebst Dame schlicht, gefolgt von Dame schlicht B5. Eine Möglichkeit, eine andere ist wahrscheinlich, auf D7 zu schlagen und den anderen Turm nach D1 zu stellen. Gehen wir zurück zur Partie. Elvest nahm hier mit dem Läufer raus. Und hier gibt es verschiedene Gewinnvarianten. Kramnik wählte Turm HE1. Droht Schachmatt auf E8, weil der Läufer ist hier gefesselt. Schwarz probierte hier noch Läufer H6. Deckt mit dem Turm hier die Grundreihe und lenkt den Läufer ab. Ich sehe gerade, Weiß hätte auch den Läufer nehmen können, einfach, oder? Weil Turm schlicht A6 geht nicht wegen Dame E8 matt. Aber Weiß spielte hier noch stärker. Dame A8 Schach greift den König an. Jetzt muss Schwarz Turm C8 spielen, weil der Läufer ist gefesselt auf D7. Turm C8.
Und jetzt ging es kurz und schmerzlos weiter. Turm schlägt D7 Schach. Der König muss schlagen. Und jetzt Dame D5 Schach. Greift hier den König an. Der Turm steht hier bereit, um einzusteigen. Und hier gab Schwarz auf. Wir schauen nochmal ein, zwei Züge weiter. König C7. Turm E7 Schach. König B6. Und dann leicht zu erkennen, Dame B7. Schachmatt. Der König ist angegriffen und kann nicht mehr wegziehen. Eine, wie ich finde, tolle Meisterleistung, eine starke Meisterleistung von Wladimir Kramnik, dem Ex-Weltmeister. Und ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal. 45 Jahre alt. Eigentlich viel zu früh aufgehört mit Schach, leider. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr weitere geniale und schöne Züge sehen möchtet, dann schaut einfach mal hier in meine Playlist. Dort findet ihr viele, viele weitere Beispiele. Vielen Dank fürs Zuschauen.